es sind nicht die teuren Autos in der Garage, der hohe Kontostand oder das schöne Eigenheim. Nein, es ist das, wofür wir täglich brennen. Wenn ihr Leidenschaft für eine Tätigkeit empfindet, dann habt ihr Energie ohnegleichen. Das wäre auch toll, wenn das die Mitarbeiter hätten. Das wäre toll, wenn das unsere Freunde hätten, die wissen, welche Vision wir haben von uns selbst, wo wir uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehen. Doch leider ist es meist nicht so. Aber wenn wir es hinkriegen, nur ein wenig Begeisterung für die Mitarbeiter, die unser Umfeld prägen, sie anzuzünden, dann haben wir die Chance, dass sie mit uns unsere Vision tragen. Wenn eure Leidenschaft nicht mit im Spiel ist, dann ist es verlorene Lebenszeit. Leidenschaft und Klarheit über mich selbst, über meine Vision, über mein Team. Wenn ich weiß, was meine Leidenschaft ist, diese entdeckt habe, sie stärken und nutzen kann, sowohl bei mir als auch als Führungskraft bei meinen Mitarbeitern, dann kommt der nächste Sprung. Und das ist das Wichtigste, und da scheitern meistens die Leute. Wir haben es heute auf die eine oder andere Weise schon gehört, aber es geht darum, den Mut aufzubringen und zu springen. Und dann, wenn wir gesprungen sind, versucht da mal zu kehren oder Halt zu sagen, wenn in der Luft steht. Da gibt es kein Zurück mehr. Und deshalb ist für mich das Letzte das Wichtigste. Umsetzung.